Hi Maike. Hi Angelina. Na, alles gut? Oh, ich finde, wir haben jetzt so viele Videos gedreht. Ich habe mir eine Pause verdient. Was meinst du? Ja. Ich hau mich mal in die Nestschaukel, okay? Mach das. Oh. Jawohl. Ah. Oh. Hilfe! Oh, was ist denn das? Oh nee. Oh. Hilfe! Was für eine Sauerei! Oh je, guck mal. Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Osternest. Oh Mist, ich glaube, der Osterhase war da. Das kann doch nicht sein, die Kinder sind doch gar nicht da. Dann können die Ostereier doch gar nicht suchen. Boah, wir müssen den unbedingt finden. Wir müssen ihm sagen, dass die Kinder zu Hause sind. Komm, wir gehen suchen. Ja, warte mal, ich hol mal die Eier hier noch mit. So, okay. Wo suchen wir denn? Oh, was meinst du? Wo versteckt der denn? Auf dem riesen Außengelände. Wir gehen mal eine Runde. Ja. Aber heute ist ziemlich kalt, ehrlich gesagt. Aber irgendwo muss er ja noch sein. Ja. War die Tür hinten auf? Ja, gute Frage. Wie ist der eigentlich reingekommen? Mist. Da unten ist nichts. Nee, hier sehe ich nichts. Sieht ziemlich leer aus. Weißt du was, wenn es dem kalt war? Vielleicht ist er ja auch reingegangen. Was meinst du? Komm, wir gehen mal reingucken. Mir ist auch ziemlich kalt, ehrlich gesagt. Alles klar. Machen wir das. Wir gehen rein. Wir melden uns wieder. Sag mal, hast du den Osterhasen gesehen? Nee, immer noch nicht. Oh Mann. Ich habe eben schon mal geguckt, aber ich sehe einfach nichts hier draußen. Okay. Tut mir leid. Wir suchen weiter. Macht das. Ich drücke euch die Daumen. Viel Danke. Spaß. Danke. Ciao. Steffi nach. Klopfen. Sie kommt. Guck mal, auf jeden Fall sind schon Osterhasen an der Scheibe. Ja, ich sehe es. Hi Steffi! Ja, hallo! Hi. Wir suchen den Osterhasen, der hat hier ein Nest gemacht. Oh. Aber wir finden ihn nicht. Hast du den gesehen vielleicht? Nein. Habt ihr den Osterhasen gesehen? Nein. Keiner hat den Osterhasen gesehen. Okay, danke. Wir gehen weiter. Tut uns leid. Wir suchen weiter, ja. Viel Spaß bei der Suche. Vielleicht ist der Osterhase bei der Tanja gewesen. Hallo. Hi Tanja. Sag mal, war der Osterhase bei dir? Nein. Wir suchen den überall. Du hast nichts gesehen? Nee, leider nicht. Ah, okay. Dann gehen wir weiter. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Dann wir mal bei den Mäusen. Hallo Julia, hallo Manuela. Hallo. Habt ihr vielleicht den Osterhasen gesehen? Wir suchen überall. Nein, leider hier bei den Mäusen war er nicht. Seid ihr ganz sicher? Mhm, ganz gut. Sicher. Ihr habt auch aufgeräumt, gell? Dann hättet ihr ihn schon entdeckt, ja. Wir haben in allen Ecken geguckt, der ist nicht hier. Danke. Ja. Such weiter. Ich schaff das. Rein. Alles klar. Tschüss. Ja, gehen wir mal in die Krippe gucken. Ja, das ist eine gute Idee. Hi Sandra. Ja. Hallo Angelina. Hallo Maike. Hallo. Und wir suchen überall den Osterhasen. Ist er bei euch gelandet? Osterhasen? Ja, der hat hier ein Nest draußen aufs Außengelände gelegt. Aber die Kinder sind doch gar nicht da. Oh, ich habe den Osterhasen auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Die Birgit? Nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Nee, aber es wird höchste Zeit. Ja. Der muss sich irgendwo versteckt haben. Wir müssen uns beeilen. Ganz bestimmt. Ja. Okay. Drückt uns die Daumen. Also wenn wir was sehen, sagen wir euch Bescheid. Okay. Ja. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Oh, Mann, ey. Oh, ich glaube, den Hasen, den finden wir heute nicht mehr. Nee, ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu suchen. Weißt du das? Wir könnten noch ein bisschen üben. Ja, genau. Für unser nächstes Lied. Ich habe gedacht, vielleicht Klein Häschen wollen spazieren gehen. Sehr gut. Okay. Kleiner Schlingel, wir haben dein Nest draußen gefunden, aber wusstest du, die Kinder sind gar nicht da. Ja, das ist traurig, gell? Die Kinder sind alle zu Hause. Aber du könntest ihnen vielleicht trotzdem was schenken. Weißt du, wie wir das hinkriegen? Pass mal auf, ich habe jetzt eine Idee. Gucke mal, wie wär's denn damit? Ich habe hier so Briefe für die Kinder. Und du könntest die ihnen doch nach Hause bringen. Dann kannst du ihnen ja doch was schenken. Hältst du das für gut, ja? Ja, super. Guck mal. Hier, ich gebe dir den Brief mal. Jawohl. Und du kannst direkt loslaufen, okay? Ja? Mach's gut, Osterhase. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, da haben wir nochmal Glück gehabt, Angelina, dass wir den noch getroffen haben. Aber hallo. Stell dir mal vor, der hätte das ganze Außengelände gepflastert mit seinen Nestern und keiner hätte es gefunden.
Da haben wir ganz schön Glück gehabt. Mhm. Ich hoffe, der Osterhase schafft das noch rechtzeitig. Stimmt, der hat sich auf den Weg gemacht. Ich habe ihn hier an der Scheibe vorbeilaufen sehen. Okay. Ich glaube, der macht das jetzt direkt. Alles klar. Gut, also dann mach's gut. Ich gehe jetzt heim. Ciao. Ciao.